So, seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zum Indiana Jones, Vers 36, Becks Rache, also das mit dem Panzer, Wahnsinn, da heißt es, in meiner Lösung, also in die auf meiner Homepage laraweb.de ist, da habe ich ja eine Lösung von dem Hidden Dragon kopieren dürfen, der hat es mir genehmigt, und da steht drin, ja, Tage gebraucht für dieses Level, und in der anderen Lösung von Eurogamer oder so, jetzt warte mal, Spieletipps.de, da steht drin, der hat es beim ersten Mal geschafft, also was soll ich jetzt glauben? Also ich glaube, man wäre das mit tagelang. Was ich euch raten kann, ist, dass ich es auf den ersten Versuch geschafft habe. Na gut, ich habe es nicht auf den ersten Versuch geschafft. Und wie gesagt, tut mir leid, ich habe heute Vormittag Mittelerde gespielt, weil ich da endlich mal weiterkomme ein bisschen, und das wird immer komplizierter. Und Indiana ist auch nicht einfach. Jetzt gehen wir mal rein. Jetzt warte. Und jetzt haben wir ja Winterzeit wieder mal. Okay, gehen wir mal rein. Ich habe jetzt hier noch zusätzlich einen Energy Drink, damit ich hier durchhalte. Oh, weia, ja. Also wir müssen Peitschen springen. Jetzt geht der wieder da hier, die Ding nicht. Peitsche gleich mal rausholen. Nee, Zweier, Peitsche. Peitschen, springen, peitschen. Da muss ich jetzt mit Anlauf schon, glaube ich, oder? Kann ich hier schon nicht drüber. Da war nichts drin, gell? Da ist nichts, da liegt ein MG. Ja, das sparen wir uns. Ah, da sind wir, habe ich schon falsch gespringt. Habe ich schon falsch. Das kann jetzt hier eine halbe Stunde. Also ich hoffe, dass wir es in einer halben Stunde hinkriegen. Da liegt ein MG. Kann man nicht nehmen. Warte, wir müssen da. So, ich sag mal nicht. Hoppla. Da kam eine fiese Stelle, warte. Ah, nee, da ist schon eine fiese Stelle. Da kam eine fiese Stelle, warte. Das soll ich nehmen. Das ist denn da? Bin ich da gleich? Da ist man schon aus Atem. Entschuldige. Da hätten wir sofort peitschen. Da bin ich das letzte Mal auch abgestürzt. Da müssen wir sofort peitschen. Wenn er springt, gleich nochmal peitschen. Oder? Na komm. Gut. Schauen wir mal. Gut. Ah, warte, dann hänge ich da schon. Nee. Warte. Ach, nee. Habe ich falsch gesprungen. Ja, kann jetzt 3 Jahre dauern. Achso, weiter. Naja, gut. Kann ja höchstens. Da, wenn man sich da wenigstens einen Vorsprung erarbeiten könnte, verstehst? Warte, müssen wir uns merken. Aha, jetzt habe ich schon wieder falsch. Nee. Wenn man sich da merken, oder muss der da am Rand rum dann? Weiß man nicht, gell? Warte, jetzt kommt gleich wieder die fiese Stelle. Warte. Nee. Warte, jetzt, warte. Komm. Ah, nee. Wieso geht dann da nicht weiter? Komm.
Ich mag nicht mehr. Wieso geht dann da nicht weiter? Wieso dann da nicht weiter? Hätte ich da vorher springen müssen? Ach komm, oder so. Ach nee. Naja. Ach komm. Da fängt er, das fängt schon am Anfang gut an. Naja, gut. Warte. Ich sag mal nichts mehr, Freunde. Bin gut beschäftigt. Bin gut beschäftigt hier, ich sag mal nichts. Ah, jetzt hab ich war. Ach komm. Ja. Entschuldige. An sich wissens. Naja, gut. Energy Drink, jetzt nehme ich mal einen Energy Drink. Der bräuchte so einen Heiltrank, wo er schneller oder weiter springt oder irgendwie so. Also wie gesagt, ich sag mal nichts mehr, weil ich konzentriere mich. Ah, siehst du da? Da springe ich immer falsch. Oder wenn es da so einen Trick gäbe, also ich versuche mich mal zu beherrschen. Also mit meiner Ausdrucksweise jetzt hier. Weil es ist doch, man wird ja doch ein bisschen aggressiv hier. Warte, ich mach mal einen Ton leiser. Ton leiser, leiser Minelli. Man wird ja doch ein bisschen aggressiv auch. Also wenn man es nicht schafft, oder? Wutig. Wut. Oh, hoppla. Versuche ich mal, mich zu beherrschen. Okay. Hoppla, ja, das schafft man gar nicht. Und man muss am Schluss dann nochmal, falls ich das erreiche, heute. Naja. Oh, da, wieso springe ich denn da immer? Da immer so blöd. Ach, Mensch, da wird man aggressiv hier. Naja, pass auf, also. Wir versuchen das jetzt mal eine halbe Stunde, beziehungsweise ich versuche das mal eine halbe Stunde. Und da muss ich halt ausschalten und mach's offline, ist klar, oder? Weil da halt so eine Kurve auch noch drin ist hier. Da ist das schon ein bisschen schwierig hier. Warte. Da kommt die fiese Stelle, oder? Ah, ich hab die fiese Stelle. Der eine, hoppla. Na komm. Jetzt sehe ich das nimmer. Ach komm. Ach, weil der Drecks. Ach komm. Da hinten wäre das Ende gewesen, weil der Drecks Panz. Entschuldige. Ja, da sieht man es dann nimmer so richtig. Na, wir sind schon 2 Meter weit, da nutzt einem natürlich nichts. Oh, da wird man aber. Okay. Also.
Okay, kann ich mir noch. Na, hoppla. An sich wäre es ja nicht so schwer, aber. Aber es ist schwer. Wenn man wenigstens so eine Art Vorsprung sich erarbeiten könnte. Hoppla. Ach, das war wieder 2 mm. 2 mm daneben. Es gibt so Leute, die sind bei sowas absolut gelassen. Das muss ich mir erst noch erarbeiten. Aber irgendwann schafft man es ja dann, also irgendwann schafft man es. Ah, da springe ich immer zu weit rechts. Naja, wir haben 10 Minuten erst gekommen, das sein. Gut, man hätte es auch. Ja, es gibt Leute, die schaffen das tatsächlich beim ersten Mal. Aber es gibt Leute, die schaffen es nicht beim ersten Mal. Wie gesagt, ich mache das hier mit dem Joystick. Weiß nicht, wie das mit der Maus geht. Ah, da springe ich immer. Da springe ich immer falsch. Weiß nicht, wie das mit der Maus gehen soll. Geht's wahrscheinlich einfacher sogar, aber ich kann nicht mit der Maus, also das kann ich nicht. Ja, du kannst vorspulen oder irgendwann bin ich ja fertig, dann sage ich Bescheid. Irgendwann bin ich fertig. Ja. Irgendwann bin ich fertig. Okay. Ich hätte gedacht, da wäre dann. Ich hätte gehofft, da wäre schon Ende. Ah, da tut er macht die Hand weh. Naja, was soll man machen? Man muss da durch, da hilft es mal nicht. Komm, weil ich, ja. Ich schalte irgendwann das Video aus und mach dann weiter.
Naja, wenn ich das heute nicht schaffe. Also wenn ich es nicht schaffe. Energy Drink. Wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Freunde. Gibt es da irgendwo ein Safe Game? Naja, man schafft es 1000 Mal. Nach 1000 Mal schafft man es. Also nach gefühlten 1000 Mal. Da hast du einen Tag lang verbracht hier. Für das eine Level. Irgendwann schafft man es ja, aber da hast du, wie gesagt, gut Zeit vergeudet. Hoppla. Da muss man springen. Nee, da nicht. Da muss man springen. Da muss man springen. Hoppla. Ah, da! Da springt er gar nicht mehr. Da erwische ich das Ding gar nicht mehr, Freunde. Ach komm, ich mag nicht mehr. Da erwische ich das Ding gar nicht mehr. Den Boden, also den. Da müsste er ja nochmal springen. Ich mag nicht mehr. Naja, irgendwann, wie gesagt, irgendwann, wenn man es quasi, man übt es ja jetzt. Irgendwann hat man es dann geübt. Genügend geübt. Und wieder einen Tag vergeudet. Wieder einen Tag weniger. Aber da erwische ich an der einen Stelle, wenn er landet, ist der Boden schon weg. Wie soll das dann funktionieren? Da ist dann der Boden schon weg. Da, schau her, zum Beispiel da, da müsst ihr quasi... Da, schau her. Wie soll dann das... da landet er schon in der Grube. Der kann, muss er da zweimal peitschen, da muss er 10.000 Mal die... jetzt auch so weit war ich doch schon. Ach komm. Das nervt dann auch, oder? Nervt dich das? Mich nervt's. Mich nervt's. Ach komm, naja, was soll man denn machen? Ich muss da einen Dreck durch, entschuldige. Ja. Wenn man quasi wenigstens einen Vorsprung sich erarbeiten könnte, verstehst du? Irgendwie. Dann würde ich ja nichts sagen. Da, schau her, warte. Und da ist jetzt aber auch wieder so Käse. Da. Hoppla. Da, ha. Da. Nee, ich habe jetzt nicht. Dass ich es jetzt schaffe. Ah, da, schau her. Ach komm. Ach komm. Ich mag nicht mehr. Hätte ich es doch schon fast geschafft. Ja. Warte, Moment. Trick 18, Optionen. Grafik, ja, die ist aber, kann man nicht viel machen. Farbtiefe. 16-Bit. Machen wir mal 16-Bit. Dass die Steuerung schneller reagiert. Probieren wir es mal so. Kann sein, manchmal ist es bei solchen schwierigen Aufgaben ist es besser, quasi die Grafik runterzuschrauben. Verstehst du? Weil dann reagiert die Steuerung schneller unter Umständen.
Siehst du? Aha. Wieso hat er denn da jetzt? Hätte ich da loslassen müssen, das war da gerade nicht kacke. Naja, 10 Minuten haben wir noch quasi. Ah, mag nicht mehr. 10 Minuten. Ja, es nervt doch dann auch. Ich probiere es jetzt dann offline. Jetzt, wenn die halbe Stunde voll ist. Also zu langsam. Ah, schon, ja, ja. Ich mag nicht mehr. Weißt du, wo man dann sagen kann, man kann das Spiel auch löschen. Ich meine, da muss doch schon ein guter Spieler sein. Also. Und jetzt ist auch nicht jeder ein guter Spieler, verstehst du? Also es gibt auch Leute, die kommen da nicht sehr weit. So wie ich. Es ist nicht jeder ein Profispieler. Ah komm! 5 Minuten haben wir noch. Da wollen wir jetzt dann ein Safe Game. Da wird es dann ein Safe Game geben. Oder wenn es quasi in der Mitte so einen Speicherpunkt gäbe, verstehst du, dass man sagt, man hat jetzt wenigstens schon mal die Hälfte geschafft. Ich glaube, kann man jetzt wirklich exakt in der Mitte durchrennen oder nicht? Naja, aus da. Schau her, der fällt da in die Dinge rein. Ich schalte jetzt aus, Freunde. Also gut, wir haben es gesehen, dass es nicht geht. Ich schalte jetzt das Video aus, weil es hat keinen Sinn. Ich probiere es jetzt noch ein paar Mal und wenn ich es geschafft habe, dann schalte ich wieder ein. Okay. Also tschüss, bis gleich.